Andraste, segne mich. Andraste, segne mich. Meine Tränen sind meine Sünden. Meine Sünden, meine Sünden. Andraste möge mich leiten. Andraste möge mich leiten. Alexius hat diesen Ort ganz schön runtergewirtschaftet, was? Keine Ahnung. Ich habe diesen Teil des Schlosses nie gesehen. Es war übersät mit unglaublich geschmacklosen Schnitzereien von Wölfen und Hunden. Aber das hier ist auch nicht viel besser. Gesehen, wie ihr in dem Riss verschwunden seid. Welches Datum ist heute? Ich muss wissen, wie viel Zeit vergangen ist. Erntemonat 942. Zeitalter der Drachen. 942? Dann haben wir ein ganzes Jahr verpasst. Wir müssen hier weg. Wir müssen durch die Zeit zurückreisen. Bitte verhindert, dass das alles geschieht. Alexius dient dem Ältesten,
Er ist mächtiger als der Erbauer. Niemand kann ihn aufhalten. Dieser Magister wird es noch bereuen, dass er mich nicht einfach getötet hat. Unsere einzige Hoffnung liegt darin, das Amulett zu finden, mit dem uns Alexius hierher geschickt hat. Wenn es noch existiert, kann ich es verwenden, um den Riss an genau derselben Stelle wieder zu öffnen, an der wir verschwunden sind. Hoffe ich zumindest. Gut. Ich sagte, ich hoffe es. Es könnte uns auch in Brei verwandeln. Ihr müsst es versuchen. Eure Meisterspionin Liliana, sie ist hier. Ihr müsst sie finden. Beeilt euch, bevor der Älteste herausfindet, dass ihr hier seid. Rote Lyrium eine Infektion ist. Warum beim Erbauer kommt es dann aus den Wänden? Seid ihr sicher, dass ihr das rausfinden wollt? Des heiligen Wams. Ihr seid am Leben. Wo wart ihr? Wie seid ihr entkommen? Wir sind nicht entkommen. Alexius hat uns in die Zukunft geschickt. Euch passiert auch nie irgendetwas Normales. Ihr seht nicht sonderlich gut aus, Varric. Was ist geschehen? Hütet eure Zunge. Für einen Toten sehe ich verdammt gut aus. Ihr seid ebenso wenig tot wie wir. Glaubt mir, die nicht-tödliche Version dieses roten Dreckslyriums ist noch weitaus schlimmer. Wenn wir Alexius finden, könnte ich uns wieder in unsere Zeit zurückbringen, ganz einfach. Das dürfte nicht ganz so einfach sein, wie ihr es euch vielleicht vorstellt. Alexius ist nur ein Diener. Sein Ältester hat die Kaiserin ermordet und ist mit einer gewaltigen Dämonenarmee in den Süden eingefallen. Der Älteste herrscht über alles, oder zumindest über das, was noch übrig ist. Alexius ist nicht derjenige, um den ihr euch Gedanken machen müsst. Morde, Invasionen und Dämonenarmeen? Ich bin fast ein wenig froh darüber, dass ich das alles verpasst habe. Ja, ihr hattet Glück. Ihr wollt euch mit Alexius anlegen? Ich bin dabei. Gehen wir. Ich höre euch. Andraste, sei mir gnädig. Ihr solltet nicht hier sein. Die Toten sollten in Frieden ruhen. Ich bin es wirklich und ich bin ganz sicher nicht tot, Blackwall. Ich war dabei. Ich habe euch sterben sehen. Alexius Zauber hat nichts als Asche hinterlassen. Ihr habt zu viel ausgelassen. Seht euch den armen Mann doch nur an. Alexius Zauber hat uns nicht getötet, sondern in die Zukunft geschickt. So haben wir überlebt. In die Zukunft? Das verstehe ich nicht. Wenn wir zu Alexius gelangen, können wir zu dem Moment zurückkehren, in dem wir verschwunden sind und verhindern, dass irgendetwas hiervon geschieht. Vielleicht bin ich ja einfach verrückt geworden. Wenn das, was ihr sagt, wahr ist, dann ist alles, was ich durchgemacht habe, dieser ganze Albtraum,
Nur ein Versehen? Ich hätte hier sein sollen, aber wir werden es wieder in Ordnung bringen. Jetzt weiß ich, dass ich verrückt geworden bin. Ihr wollt all das wieder in Ordnung bringen. Es genügt mir, wenn wir Alexios für seine Verbrechen bezahlen lassen. Nach allem, was ich von den Wachen gehört habe, verlässt Alexios dieser Tage niemals den Thronsaal. Es ist schön, zur Abwechslung mal etwas Konstruktives zu tun. Da kommt doch fast ein bisschen Nostalgie auf. Seht euch um. Vielleicht finden wir was, das wir brauchen können.